Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, bei diesem wunderschönen, ich vermute mal Sonnenaufgang. Und ich hätte gesagt, wir schauen jetzt weiter. Nur die Richtung weiß ich noch nicht. Also hier habe ich jetzt gesehen, also wir sind immer noch bei unserem toten Eiswurm hier. Und hier habe ich gesehen, gibt es einige Skelette. Das wird auch interessant, warum die da sind. Eigentlich wollte ich ja diesen Weg rauf, aber dann habe ich gesehen, da ist Ende. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt eine Sprungschanze sein soll und man da drüber springt, aber lieber nicht. Aber hier können wir mal jetzt entlang fahren und schauen und beten, dass uns dieser Eiswurm nicht wieder angreift, weil der macht richtig viel Schaden. So, wir sind Richtung Westen unterwegs. Hier glaube ich geht es jetzt nicht weiter. Also ob wir da jemals zurückfinden, ich weiß es nicht. Muss halt hier mal mein Pfadfinderwerkzeug, aber ob mir das viel bringt, ich weiß. Ich bezweifle es immer noch. Das ist eher so der Tropfen auf dem heißen Stein, wie man so schön sagt. Okay, das hätte ich mir, glaube ich, sparen können. Da geht aber auf jeden Fall die Leitung weiter. Die sollte man verfolgen, denke ich. Also ich vermute halt einfach mal, dass diese Stromleitungen oder Energieleitungen oder was das immer sein soll, so ein Anhaltspunkt sein. Also dass die so eine Anhaltspunkte sind. Zumindestens geht da jetzt rein. Das heißt, man muss das jetzt vermuten, dass die nach Süden geht. Oder müssen wir in die Richtung? Moment, ich steig kurz ab, damit das genauer an. Ja, aber das war ja. Oh Gott. Das war ja. Da ist sie abgerissen. Oh. Ich glaube, das ist so ein. So ein Fellwesen. Also wo wir das Fell brauchen würden. Also dass ich da. Ja, da ist schon einer. Okay, na schauen wir mal da. Nein! Wieso immer ich? Okay, da ist es wieder. Wir müssen irgendwo, wo wir glauben, dass wir in Sicherheit sind, unseren Fuchs reparieren. Alter. Also, unser Abwehrsystem dürfte jetzt nicht so super funktionieren. Ehrlich gesagt, ich wüsste auch gar nicht, wie man das mit diesen Klopfern bewerkstelligen sollte. Oh, da haben wir so eine Blume. Pflanze. Ich weiß gar nicht, sagt man da Blumen überhaupt? Blumen überhaupt? Okay, Inventar ist voll. Also diese Leitung würde da lang gehen. Aber wir können hier auch rauffahren. Ach, alles schlimm. So viele Wege. Ich wünschte mir, es gäbe nur einen.
So, aber ich dachte mir, wenn wir schon da sind, dann schaue ich gleich mal, was da ist. Wir fahren Richtung Südwesten. Zumindest zum Fahren ist da ja mal super. Oh. Süden. Ja, runterspringen kann ich da jetzt nicht, weil da kommen wir sicher nicht mehr rauf. Hm. Das können wir ja, fahren wir mal jetzt diese Leitung entlang, die wir gefunden haben. Da können wir immer noch hier schauen oder runterspringen. Oh mein Gott, ist das alles schlimm. Ich würde ja gerne wissen, wie das euch so geht, falls ihr das Spiel spielt, mit dieser Wegfindung, ob ihr da überhaupt kein Problem damit habt. Und diese Dings sind hier, die sehe ich ja gar nicht. Wo ist denn der? Da ist er, der Pfeil. Ein blauer Pfeil auf blauem Hintergrund. Okay, hier können wir ruhig runterspringen, glaube ich. Oh, eine Höhle. Da ist irgendwas drinnen. Ist gedacht wahrscheinlich, dass wir da nicht mit dem Schneefuchs reinkommen. Ein Fisch? Ein Auge? Ich brauche mein Messer. Ich weiß nicht. Wo ist es? Da. Ein Ei ist das? Okay. Ob das die Quallen sind, aber dass die über Land sind, aber sonst hat die Höhle keinen Sinn, nur diese Eier hier. Ich hoffe ja nicht, dass man jetzt hier Eier züchten muss oder so. Dass das so ein Muss ist, um einen Fortschritt zu haben. Ja, essen könnte man was. Weil ich die Pflanze da sehe. Okay. Richtung Südosten weiter. Wo warten jetzt die Synergiesache? Die ist hier. Hier, und hier geht sie leider wieder in den Boden rein. Da hinten sehe ich aber etwas. Aber ich glaube fast, dass das unsere... Ich weiß nicht, aber könnte das sein, dass das die Station war, wo wir runtergesprungen sind? Weil die Kiste ist offen, also so viel steht fest. Okay, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oh, da geht's noch rauf. Und da geht's runter. Das heißt, da sollten wir auf jeden Fall dann auch noch runterschauen. Da waren wir auch schon. Okay. Ich sag ja, ich habe null Plan, null Ahnung, null irgendwas. Alter, der Wurm ist ja aber sowas von schlimm. So, da kann man von Ah! Das war der Weg, wo wir rausgekommen sind. Okay. Und hier, wie gesagt, waren wir auch schon irgendwann mal. Okay, wieder zum Schneefuchs zurück. Ich möchte jetzt schauen, ob wir da runterfahren können, wo wir da hinkommen.
Also von Klopfer bin ich ehrlich gesagt etwas enttäuscht. Weil da hätte ich mir eher ein mechanisches System gewünscht, dass der da länger klopft. Okay, Leute. Ich meine, das ist so rund, ja. Aber so rund. So rund wie ein gewisser Wurm. Oh, mein Herz klopft bis zum Hals. Und es wird auch nicht finster. Wirklich, das Kupfer ohne Ende. Und wir sollten unseren Schneefuchs reparieren, bevor er kaputt ist. Weil der kommt ja von unterirdisch. Alter. Das ist so wie in diesen Horrorfilmen, wenn die in diese... Mami! Hilfe! Wie in den Horrorfilmen. Oder in Alien, wenn ihr das kennt, in, was war das, der zweite Teil, wo der Ripley dann nach unten geht. Okay, aber da sind wir jetzt einfach nur durchgefahren. Hier können wir wieder rauf anscheinend. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendeine Verbindung von irgendetwas ist. Oder ob wir... wir hier irgendwas finden sollen. Also eins kann ich euch sagen. Wenn ihr ein schwaches Herz habt und wollt das unbedingt spielen, dann solltet ihr immer den Defibrillator, ich glaube so nennt sich das Ding, neben euch stehen haben. Weil ich habe zum Glück kein schwaches Herz, gesundheitlich, und also mich macht das fix und fertig. Aber vielleicht ist das auch, weil ich mich da immer sehr reinsteigere in sein Spiel. Oh Gott. Sind wir da jetzt gefangen? Nee. Oder? Wo ist denn unser Schneefuchs da vorne? Okay, der hat aber gar nicht so viel Schaden gemacht. Aber wieso? Wo war denn das jetzt? Hat der da den einen Weg jetzt zugemacht? Oder war das nur kurzfristig? Ich glaube, das war nur kurzfristig, oder? Wo ist denn jetzt ein Schneefuchs ist da, oder? Ja. Ja. Oh Gott. Moment mal, vielleicht kann ich den einpacken. Doch nicht. So, wie komme ich denn da jetzt rauf? Hier. Also die Gegebenheiten sind teilweise schon schlimm. Oh, Inventar voll. So, aber jetzt, oder? Immer noch? Wie viel Platz braucht der? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Braucht der sechs Plätze? Ich weiß nicht. Das gibt's doch nicht. Schwierig. Nein! Verdammt! Wo ist er denn? Schneefuchs, wie geht's dir? Sag mal, wie viel Inventarplatz brauche ich denn für dich? Ich habe leider vorhin nicht drauf geachtet. Und durch diese blöden Angriffe... Wir wären schon längst oben.
wenn der nicht uns da jetzt angegriffen hätte, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus, wo wir sind und weiter und so fort. Ich glaube aber, ich muss hier umdrehen. So. Genau, dann jetzt hier links, glaube ich. Ich würde den Schneefuchs einfach einpacken und darin hinlaufen. Aber ich sehe das leider nicht. Aber wir haben ja anscheinend ein zu kleines Inventar. Okay, da vorne haben wir auf jeden Fall ein Licht. Achso, das ist der Eingang wieder, ja. Ja. Also, ich habe keine Ahnung, was es hier noch gibt oder wie es hier weitergehen soll. Da ist schon wieder so ein... Wenn wir können die Richtung noch schauen. Aber ich glaube, da sind wir ja gefahren, oder? Oh. Sollen wir den vielleicht mal folgen? Ich meine, die sind ja wenigstens weniger gefährlich als der Wurm. Aber ich glaube, wir sind da vorhin einfach herumgefahren, oder? Das war, glaube ich, diese... Ah, das könnte sein, dass diese Höhle von diesen Schneetieren da ist. Ich dachte, wir sind irgendwo sicher. Alter! Ich dachte schon, der hat den Schneefuchs zerstört. Alter, was stimmt mit dir nicht? Hier haben wir einen Marker gesetzt. Jetzt weiß ich nicht mehr, war das der, wo ich gesagt habe, da könnte man runterspringen? Nein. Alter, das kann ja nicht sein! Verschwinde, du verdammtes Vieh! Okay, also da muss ich noch was überlegen. Hier geht's auch runter. Ich kenne mich eben, wie gesagt, nicht mehr aus jetzt, wo was war. Ich weiß ja gar nicht, wo wir jetzt sind überhaupt. Alter. Ich glaube, dass wir ganze Zeit im Kreis waren. Na gut. Vielleicht sollten wir wirklich bei der Station mal vielleicht dort eine kleine Zwischenbasis bauen und von dort mal versuchen. Ich kann nicht denken, wenn der ständig daher kommt. Dort versuchen auf jeden Fall. Da ist unser Klopfer. Das heißt, dann ist hier der Start von uns gewesen, ne? Okay, kann ich den? Ich kann den immer noch nicht mitnehmen. Moment mal.
Packung. So, einmal probiere ich es noch. Wenn ich jetzt den. Wenn ich den jetzt immer noch nicht einpacken kann. Ah, jetzt geht's. Wie viele Plätze braucht er? Ach du Heilige. Was sind das? 1, 2, 3, 9. Wow. Also wie gesagt, da wo die Sem-Basis ist, dort in der Nähe, dass wir dort uns vielleicht so eine Art. Alter! Ich dachte, ich bin da drinnen sicher. Der macht mich fix und fertig. Ich kann nicht mehr denken. Was wollte ich sagen? Dass wir uns dort eine Basis bauen, eine kleine. Und Hauptziel für diese Basis wäre es einfach, dass wir an diese Haare von diesen Dings da kommen, von den weißen, zotteligen Tieren da. Und dann hätten wir zumindest das Problem, dass wir frieren, beseitigt. Die anderen Probleme bleiben natürlich. Aber ich möchte zum Beispiel in dieses Gebiet da schauen. Wo war das? Das Gebiet. Weil da ist ja anscheinend der Sender. Und was jetzt hier beim Wurm ist, ich weiß es nicht. Es ist mir auch zu, wie soll ich sagen, zu verwirrend mit diesen 1 Million Wegen. Ich habe gehofft, dass ich das mit diesem Pfadfinderwerkzeug irgendwie dann auf der Reihe bekomme, aber das Gebiet ist viel zu groß und so links, rechts, und dann sieht man ja die auch teilweise gar nicht wirklich richtig gut. Ich weiß dann auch nicht, wie ich das mache, deswegen glaube ich, wäre es vielleicht sinnvoller, weil das, glaube ich, ist die Basis. Das heißt, dass wir von der Basis aus mit Fuchs dann. Und hier sind ja auch Symbole und da ist was eingekreist. Also vielleicht sollte man da schauen, dass man da was finden. Ich vermute mal, das sind diese Stellen für diesen Pinguin. Und da ist vielleicht irgendwas Besonderes. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, genau, weil da wäre auch Pinguin. Das ist bei der, in der Nähe von dieser Basis. Das hatten wir, glaube ich. Nur war da nichts drinnen. Das heißt, dass wir uns eben entweder hier oder wir könnten ja mit dem Schneefuchs schauen, dass wir da entlang fahren. Das könnten wir eigentlich jetzt auch machen, oder? So können wir nicht. Gut, fahren können wir schon, aber Basis kann ich keine bauen. Weil habe ich Titan mit. Nein. Das heißt, wir müssten sowieso zu unserer. Ja gut, wir müssen sowieso zu unserer. Zu unserem Schiff zurück. Dann würde ich sagen, fahren wir zu dieser Landestelle, wo. Also eben zur Landestelle, so. Und schauen nochmal zu dieser Viehbasis hin. Ja, und dann hoffen wir einfach mal, dass wir irgendeinen Anhaltspunkt finden hier, beziehungsweise diese Haare. Wobei, wie gesagt, selbst wenn wir die Haare haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, wie es dann weitergehen soll. Außer vielleicht, wir finden mit diesem Pinguin wirklich an dieser einen Stelle irgendetwas Brauchbares. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mir beim Leiden zuzusehen. Wenn ja, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, drückt den kostenlosen Abonnier-Button. In diesem Sinne, servus die Malen, grüß euch die Burm und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Baba.